Hallo Leute, von mir kommt jetzt ein ganz schnelles Aufgebraucht-Video. Ich brauche ständig Sachen auf, meistens schmeiße ich sie direkt weg und kaufe sie neu. Und deswegen sind jetzt nicht alle leer. Ich fange jetzt direkt mal mit dem ersten Produkt an. Und zwar ist das von Bioderma, ein Gesichtsabschmink-Zeug. Und zwar ist das das Sensibio H2O, das ist total gehypt und ich kann das nur unterstreichen. Das ist eigentlich wie Wasser und also ich benutze es nicht für die Augen, weil ich damit wasserfeste Mascara nicht abkriege. Aber gerade für das Gesicht benutze ich das sehr gerne. Das gibt es auch noch in kleineren Flaschen. Und das habe ich mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal nachgekauft. Das hier ist die große Flasche, die fasst 500 Milliliter. Und damit bin ich sehr zufrieden und ich glaube, dabei werde ich auch bleiben. Gibt es zum Beispiel auch auf Amazon oder in der Apotheke. Kostet die große Flasche, glaube ich, um die 20 Euro. Das nächste Produkt ist jetzt fast leer, aber davon habe ich auch schon mehrere aufgebraucht. Habe ich auch schon wieder im Vorrat gekauft natürlich. Und zwar ist das der Maybelline Jade Augen-Make-up-Entferner. Den benutze ich dann für die Augen mit einem Wattepad. Und das ist speziell für wasserfeste Wimpern, Tusche und... damit geht es eigentlich immer ganz gut weg. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Kostet, glaube ich, um die 4-5 Euro. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mein nächstes Produkt ist mein absolutes Lieblingsdeo. Das ist ohne Aluminiumsalze. Ich achte ja eigentlich immer sehr auf die Inhaltsstoffe. Und dieses Deo hat keine Mineralöle, keine Silikone, keine Parabene, keine Farbstoffe, keine tierischen Inhaltsstoffe. Ist von CD. Und zwar ist das das Deo mit Wasserlilie und ja, das riecht jetzt nicht streng und auch nicht irgendwie stark nach irgendwas Bestimmten und nicht so aufdringlich und das mag ich bei Deo eigentlich ganz gern. Diese kleinen kriege ich immer sehr schnell leer, gibt es aber auch noch in groß. Die kleinen gibt es beim DM, kosten so 65 Cent oder 1 Euro, irgendwie sowas. Was ich auch letzte Woche erst aufgebraucht habe, ist dieses Balea Totes Meersalz Ölpeeling. Das benutze ich sehr gerne, vor allem im Sommer, auch für die Beine oder für den ganzen Körper. Das ist Totes Meer mit Öl gemischt und dadurch sind die Beine dann auch, also ich benutze es meistens für die Beine, deswegen rede ich jetzt gerade davon, die sind weich durch das Salz, also durch diesen Peeling-Effekt und gleichzeitig auch eingecremt durch das Öl und das finde ich halt sehr angenehm. Und ja... da passen 250 Milliliter rein. Kostet um die 3-4 Euro, glaube ich. Geht bei mir sehr schnell leer. Also es reicht vielleicht maximal einen Monat. Nicht mal, vielleicht 2 Wochen. Ich weiß nicht, ich habe mir direkt 2 neue gekauft, weil ich das so toll fand. Dann kommen wir zu meiner Gesichtspflege. Ich habe eine sehr trockene Haut, habe dafür aber eine sehr reine Haut. Und... das heißt, wenn ich manchmal Make-up auftrage und vorher keine Creme drauf habe, dann schuppt sich das manchmal so wirklich, oder ich habe das Gefühl zumindest, es schuppt sich so ein bisschen ab. Deswegen habe ich von Anfang an eigentlich auf eine sehr gute Pflege für meine Haut geachtet. Die war leider auch sehr teuer. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, wie ich mir das überhaupt leisten konnte. Und zwar ist das von Biotherm aus der Aqua Source Reihe. Da hatte ich zwei verschiedene. Da gibt es einmal diese rosane. Die ist für trockene Haut und dann hatte ich noch diese grüne, die ist für Mischhaut, normale bis Mischhaut. Und da habe ich jetzt gerade 3 leere Tiegelchen. Jedes Tiegelchen hat 50 Milliliter. Ein Tiegelchen kostet 40 Euro. Also das ist extrem viel. Ich habe mittlerweile auch aufgehört, mir das zu kaufen. Ich hatte noch mehr leere davon. Ich habe bestimmt, ach, keine Ahnung, wie viel Euro da reingesteckt. Ist auch eine sehr gute Hautpflege, aber auf die Dauer kann ich es mir einfach nicht leisten. Und deswegen bin ich jetzt bei einer anderen Gesichtscreme und teste mich gerade so ein bisschen durch. Vielleicht wisst ihr ja auch, was dafür hilft und was ihr für eine Creme benutzt, könnt ihr mir gerne schreiben. Besonders vielleicht für trockene Haut, da würde ich mich über ein paar Tipps freuen. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Produkt. Mein nächstes Produkt ist die Balea Q10 Hautstraffende Body Milk. Ich benutze die nicht, weil die einen hautstraffenden Effekt hat. Davon merke ich ehrlich gesagt auch nicht so viel.
sondern weil die einfach die Haut lang mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, die ist für trockene Haut, die gibt es auch noch für normale Haut. Die ist, glaube ich, dann mit einem gelberen Etikett, also nicht so orangefarben, wenn ich mich richtig erinnere. Und die benutze ich halt auch ganz gerne im Sommer, wenn ich kurze Hosen trage und dann meine Beine eincreme. Und ja, die pflegt eigentlich ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich habe ja extrem trockene Haut auch an den Beinen und überall. Ist ein bisschen nervig, aber kann ich nicht ändern. Ich habe eine neue Creme entdeckt. Da werde ich jetzt aber nicht verraten, welche, sondern ich werde da ein eigenes Video drüber drehen. Und ja, also wenn ihr extrem trockene Haut habt, dann solltet ihr auf jeden Fall immer mal wieder vorbeischauen oder mich abonnieren, weil dann habe ich einen super, super, super Tipp für euch. Und ja, das war jetzt gerade mein Aufgebraucht-Video. Es kommen bestimmt noch weitere, weil ich brauche extrem viel Kosmetik auf. Und ja, Duschgels und so habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, weil ich da ständig, also da mache ich jede Woche ein Duschgel her. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber irgendwie kriege ich das hin. Naja, also dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Diese Farbe hier in der Mitte, das ist so ein Kupferfarbe und das Braun. Mit Avocado und Chia-Butter. Und trage das auf dem Äußeren. Das ist nicht wirklich eine Spülung, sondern eigentlich eher eine Haarmaske, aber das ist einfach reichhaltiger und es hat eigentlich auch den gleichen.